Sie das? Die suchen nach ihnen. Oh, Scheiße. Da kommen sie. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger schön.
möchte die Gemeinschaft leisten. General Engel bittet alle Kampfstücke an, ihre Waffen zu Aufzug.
Anja. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Ich bin eine Last. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind keiner. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen und schaut ihn euch an. So, sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Oh, danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich auf! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Stopp! Um Himmels Willen, stopp! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch. Mit Perversion. Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Jemals geliebt, was meint? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Bist du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Oder vielleicht lieber hier unten? Sigrun, zwing mich nicht.
zwischen dir und meiner Überzeugung zur Weh. Du wirst verlieren. Und nun zu Ihnen. Auch ein alter Freund von Ihnen, ja? Hör auf! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister! Ziehen Sie das an! Mutter, danke hierfür. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie Sie das U-Boot freikriegen. Und da drüben sind Rettungsboote. Ich kenne die Codes. Hey, Moment zurück. Wie kriegen wir das U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale für die Elektromagnetraktorarme. Sie können sie von dort aus aktivieren, dann geben Sie Ihr U-Boot frei. Moment, kriegen Sie die Tür auf? Ja. Mit Ihrer Freundin tut mir leid. Ich will nicht drüber reden. Aber ich dachte nur... Bitte. Reißen Sie sich zusammen, Wyatt. Beweisen Sie sich. Carolina, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. Wie Sie es uns im Bootcamp beigebracht haben, zuerst den Kommandanten ausschalten. Kommandant!